Und wir kommen zum nächsten Kampf des heutigen Abends. Es geht ins Halbschwergewicht. Light Heavyweight, angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Meine Damen und Herren, ich rufe in den Ring, I call to the ring, the boxer in the blue corner, in der blauen Ecke, aus Georgien. Kurzfristig eingesprungen, ein alter Bekannter, hier bei Universum Box Promotion aus Georgien. Herzlich willkommen, Nikolaj Gviniashvili. Herzlich willkommen, welcome, Nikolaj Gviniashvili. Und nun zu seinem Gegner. Meine Damen und Herren, aus Essen. Herzlich willkommen heute Abend hier from Essen, Germany. Welcome to the red corner, Rostam Ibrahim. Herzlich willkommen, Rostam Ibrahim! The Judges, die Punktrichter, René Fiebig, Timo Habichost und Irene Kostenko, all from Germany, alle aus Deutschland, genauso wie der Ringrichter. The Referee, also from Germany, Marco Morales. And now the boxer in the blue corner, der Boxer in der blauen Ecke, ist 31 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 79 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 39 Kämpfe, 14 Siege, 11 davon durch Knockout bei 4 Unentschieden. The boxer in the blue corner is 31 years old, 1,72 Meter, 79 Kilogramm, 39 Fights, 14 Victories, 11 by the way of Knockout and 4 Draws. Welcome from Georgia, herzlich willkommen aus Georgien, Nikolaj Gviniashvili. Sein Gegner in der roten Ecke, the boxer in the red corner, is 29 years old, 1,81 Meter, 79,3 Kilogramm. Sein Gegner in der roten Ecke ist 29 Jahre alt, 1,81 Meter, 79,3 Kilogramm und er will sich heute das beste Geburtstagsgeschenk selbst machen. Happy Birthday, Rostam Ibrahim. Er hat heute Geburtstag. Und zwar, meine Damen und Herren, seine Kampfbilanz, the fight stats, 7 fights, 6 victories, 3 by the way of knockout and 1 draw. So undefeated. Ungeschlagen, 7 Kämpfe, 6 Siege, 3 davon durch Knockout bei einem Unentschieden. In seiner Ecke. Sein Trainer Timur Kali, Robert Harutunjan und Katman Holger Dietrich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, welcome from Essen, Germany, Rostam Ibrahim. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Boxer zur Mitte, the Boxers to the center. The boxers are ready. The boxers are ready. So let the fight begin. Ja, interessanter Kampf hier im Halbschwergewicht. Rostam Ibrahim, der Mann in der hellblauen Hose. Runde 1, Round Number 1. War nach seinem letzten Kampf sauer. Seiner Meinung nach hatte er den Fight gegen den haushohen Favoriten Toni Kraft für sich entschieden. Das Unentschieden schmeckt ihm überhaupt nicht, wie dem auch sei. Ibrahim zeigt eine starke Leistung ohne Bammel vor einem großen Namen. Und da will er heute anknüpfen. Sein Gegner ist kurzfristig eingesprungen, Nikolaj Gviniashvili aus Georgien. Eigentlich
war Altin Zogai vorgesehen. 7 Kämpfe, 7 Siege, 5-mal durch K.O. gewonnen. Er kam da nicht zustande, der Kampf, also musste kurzfristig ein Gegner aus dem Ärmel gezogen werden. Und Bini Ashvili hat sich bereit erklärt, hat sich in Georgien in den Flieger gesetzt und ist heute gelandet und steht jetzt im Ring. Oh. 39 Kämpfe, 14 Mal gewonnen, der Gwiniashvili, 11 Mal vorzeitig, also hauen kann er. Rechte ist gut durchgekommen, gerade von Rostam Ibrahim. 21 Mal verloren, das hört sich viel an, aber nur 2 Mal vorzeitig. Also keiner, der hier einfach zu knacken wäre. Der Rostam Ibrahim, schnörkelloser Fighter, ohne viel Gigi. Harte Schläge, gutes Auge. Und wie gesagt, gibt keinen Gegner, den er fürchtet. Gut, muss ich jetzt kurzfristig auf diesen Gwiniashvili einstellen, aber muss man auch mal abwarten, wie er ist, die Reisestrapazen verkraftet hat. Weggerutscht. Man war natürlich gefährlich, er fällt dann nach vorne in den Schlag rein von Ibrahim. Hat nicht genau getroffen. Der hat den Druck hinter seinen Schlägen. Herr Rostam Ibrahim. Und natürlich will er sich ja die Geburtstagsfeier nicht vermiesen und einen klaren Sieg hier einfahren. Hier nochmal ein paar Zeitlupenaufnahmen von Seconds out. Teilweise guten Aktionen von Rostam Ibrahim. Kommt aus Essen. Runde 2, Round 2. Klettert so langsam, aber sicher in der deutschen Rangliste nach vorne im Halbschwergewicht. Profi seit 2016, danach 2 Jahre Pause, Comeback 2018. Na ja, gut zu hören, die Treffer da von Ibrahim. Aber der Gwiniashvili kann auch einiges wegstecken. Bereitet alles relativ gut vor mit der Führungshand, der Rostam Ibrahim. Und dann bearbeitet er den Körper und den Kopf. Ja,
Also wieder zwei harte Dinge einstecken müssen, Biniashvili. Hat natürlich auch Probleme da an Ibrahim ranzukommen. Noch einige Zentimeter Unterschied, jetzt die gute Rechte zum Kopf. Von Rostam Ibrahim, ja, guter Kampf bislang. Der Ibrahim, der möchte schnell zur Geburtstagsfeier. Und da hat der Biniashvili was dagegen. Naja, der versucht erstmal jetzt hier die Luft aus Biniashvili rauszuschlagen mit den vielen Körpertreffern, die er da setzt. Aber man sollte auch nicht vergessen, der Biniashvili 14 Mal gewonnen, 11 Mal vorzeitig. Der hat auch da einen ganz schönen Pfund in den Fäusten. Die Runden hat er sich bislang alle gepackt, der Rostam Ibrahim. Ja, gegen Tony Graf die ersten vier Runden gewonnen. Und dann gehen die Geister auseinander, ob Graf tatsächlich die anderen vier Runden gewonnen hat. Da waren einige ganz knappe dabei. Hier gut zu sehen, wie er den Biniashvili da bearbeitet. Ja, da hat er ein paar aufs Näschen bekommen. Seconds out. Atmet halt tief durch. Runde 3, Round 3. Er ist ein harter Knochen, der Biniashvili. Der lässt sich da so schnell nicht einschüchtern. Aber wenn das Nasenbein angebrochen ist, die Nase wird immer dicker, dann kriegt man eben auch schlecht Luft. Und das ist eben die Gefahr, wenn der Biniashvili da so nach vorne stürmt, ohne an Ibrahim ranzukommen. Dann wird er hier allzu oft abgefangen. Und die Rechte, die hat es in sich von Rostam Ibrahim. Wieder Körper, Kopf, Zack, Innenbahn, Haken nach außen an den Kopf. Und er zieht immer voll durch. Ganz selten, dass er anboxt. Hat er wieder abgefangen. Dann ganz kurz aus der Balance gekommen, Biniashvili, aber hat sie gefangen. Naja, das ist natürlich Harakiri, was er macht. So nach vorne zu stürmen. Und der Rostam Ibrahim, der kann auch kontern. Hat ihn jetzt ein paar Mal abgefangen. Die Nase jetzt verschont in der Runde bislang, der Rostam Ibrahim. Stopp, stopp, stopp.
20 Sekunden in dieser dritten von 6 Runden. Ja, und hat einmal ein interessanter Kampf, auch wenn der Ibrahim da überlegen ist, weil der Kwiniashvili immer wieder versucht, da irgendwelche Lücken zu finden, nach vorne stürmt, um Rostam Ibrahim zu überraschen. Seit 2008 ist er schon Profi, der Mann aus Tianati in Georgien. Zwischen 2010 und 2014 hat er mal 4 Jahre Pause eingelegt, danach 3 Siege und Niederlage gegen den starken großen Kasan bei Sangurov. Hat heute 19 Siege bei nur einer Niederlage und die hat er im WM-Kampf gegen Rob Durant erlitten. Letzter Sieg von Kwiniashvili 2017, vollkommen überraschend gegen den Chinesen Cheng Su und das auch noch in dessen Heimat in Wuxi, TKO in Runde 9 um den WBC International Silver Belt. Seconds also, out! Er hat auch schon was gewonnen. Kwiniashvili. Seitdem allerdings Runde 4, Round 4. 9 Mal verloren, einige Male auch dünn. 4. Runde. Noch so hart getroffen wird, er kommt immer wieder, greift an, geht nach vorne, beschäftigt Rostam Ibrahim, aber mit der Rechten durchgekommen. Ist er chancenlos, der Kwiniashvili. Er ist eben ein kompromissloser Fighter. Stoppt doch alles, ohne mit der Wimper zu zucken. Wahnsinn. Muss man sich noch mal vor Augen halten. Anruf vorgestern Abend bei Kwiniashvili, ob er kommen kann, einspringen. Gestern den Flieger besetzt, heute hier angekommen. Und dann bietet er hier so Parodie. Hier mal ein Blick in das Gym. Gute Kämpfe. Und natürlich hofft hier alles irgendwann, dass mal wieder auch Zuschauer zugelassen werden. Ja, jeder, der in der Halle ist, muss hier einen Test unterziehen.
ist natürlich wahnsinnig schwer in Corona-Zeiten solch ein Starterfeld da zusammenzustellen. Seconds out! Die einen sind positiv, die anderen verletzen sich noch kurzfristig. Runde 5, Round 5. Fünfte Runde. Hat er drei Kämpfe bestritten, immerhin. Der Quiniasch will die Niederlagen gegen Arayt Marutyan nach Punkten, gegen Hampus Henriksen aus Schweden und zum letzten Dezember in Eckenstein. Und jetzt muss er runter und wird angezählt von Morales. Und ist der Kampf aus. Ja, hat er mal vorzeitig verloren. Eberhaken, oh, da muss er tief Luft holen. Aber wie gesagt, er hat sich hier gut verkauft dafür, dass er kurzfristig einspringen musste. Und dieser Rostam Ibrahim ist eben ein kompromissloser Kämpfer, der ja immer voll durchzieht. Ich habe vorhin schon mal gesagt, jeder Schlag von ihm gefährlich und kann selbst einen Boxer wie Quiniashvili fällen. So, rechts zum Kopf und dann hier dieser harte Körpertreffer auf die Leber und ab geht's. Ja, das sind höllische Schmerzen und er hat ja schon die ganze Zeit hier durch einen Schlag hier anvisiert, viele, viele Schläge auf den Körper von Quiniashvili geschlagen und dann war das aus für diesen knallharten Jungen aus Georgien, wie wollte man sagen, 2020 dann gegen Hampus Henriksen verloren, gegen Alexander Rigas und zuletzt die München Punktniederlage gegen Anton Berisha, der auch als K.O.-Schläger bekannt ist mit einer K.O.-Quote von über 72%. Aber der Gewalt von Rostam Ibrahim hat er dann schlussendlich doch nichts entgegengesetzt gehabt. Aber wie gesagt, die Vorbereitung war natürlich alles andere als ideal. Für den sympathischen Mann aus Tianati. Ja, von dem werden wir noch einiges hören, da bin ich überzeugt. Von diesem Rostam Ibrahim, der ist auf dem Weg. Ganz nach vorne im Halbschwergewicht. Da bin ich mal gespannt, wie das mit ihm weitergeht und welche Gegner man ihm ja erst künftig vorsetzt. Toni Graf war ja schon mal eine Nummer. Ja, da hat schwer einen auf die Nase gekriegt, die hat geblutet, dann auf die Leber. Meine Damen und Herren, bevor wir zur Urteilsverkündung kommen, vielleicht noch eine Information. Der Kollege Nikolaj Quiniashvili hat gestern erst erfahren, dass er heute boxen wird. Er ist eingesprungen, er trainiert das ganze Jahr über und das gebührt auf jeden Fall eine große Menge Respekt. Also nochmal Gratulation für den Kampf. Ja, und Dankeschön, dass ihr eingesprungen seid. Nikolaj Quiniashvili. So he just stepped in yesterday. He didn't know anything about the fight and he's always trained during the whole year. So thank you very much, Nikolaj. But now, the results. Winner by KO in the fifth round after 41 seconds. Der Sieger durch KO in der fünften Runde nach 41 Sekunden. Gratulation, happy birthday, the best present for you. Aus Essen, Rostam Ibrahim. Also, da habe ich das selber ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Und da wird heute noch sicherlich ein Gläschen drauf getrunken. Groß gefeiert werden darf ja nicht, leider.